So, Hallöchen ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Video. Ich denke mal, einige von euch werden solche Bestellungen kennen. Ich habe bei Simon Says Stamp dieses Milk and Cookie Set Kit gekauft, genau. Und habe noch ein paar zusätzliche Sachen, also dieses Papier, was da drin ist, habe ich nochmal separat bestellt und habe noch Sticker separat bestellt, passend zu dem Kit. Eigentlich war der Plan, dass, daraus einen Adventskalender zu machen für meine Tochter. Darum auch die zusätzlichen Sachen. Ich habe am 14. November bestellt und habe es gestern, also am 5. Dezember, vom Zoll abholen können. Das ist beim Zoll gelandet mit der Begründung, weil A, auf dem Paket keine Versandkosten drauf waren und B, im Paket, das dann geöffnet wurde, aufgrund, weil keine Versandkosten auf dem Paket standen, das wurde dann geöffnet und im Paket war keine Rechnung. Und darum ist es dann beim Zoll gelandet, weil die das nicht nachvollziehen konnten und die Preise von den einzelnen Artikeln, die ja immer bei der Simon Says Stamp Bestellung auf diesen Paketen stehen, nicht geglaubt haben. Darum durfte ich zum Zoll und nochmal schlappe fast 10 Euro Zollgebühren zahlen. Aber ja, okay, gut. Beim nächsten Mal werde ich die mal anschreiben, werde die mal fragen, ob das möglich ist, dass man die Versandkosten mit auf das Paket draufschreibt und eventuell eine Rechnung mit beifügt, dass man eben diese Zollgebühren nicht hat, weil das ist echt ärgerlich. Aber ich möchte euch jetzt trotzdem mal die Sachen zeigen, die ich da so bestellt habe. Ich hole das mal raus und dann blende ich euch wieder ein. So, da bin ich wieder. Ich habe das jetzt mal alles ausgepackt. Und hau jetzt mal meinen Planer in die Ecke. Entschuldigung. Also das ist das ganze Kit. Als erstes ist hier nochmal so ein Designvorschlag, Inspirationsblättchen dabei. Finde ich ganz cool. Vor allem die Karte hier, die gefällt mir. Die finde ich echt niedlich. Das ist ja mit diesem No-Line-Coloring gemacht. Finde ich echt cool. Es gefällt mir. Genau. Also es ist einmal das dabei. Dann ist hier für alle, die gerne mal bestellen wollen, so ein 5% Gedönse dabei. Also das ist dann hier der Code Mary573 für alle, die dann da eventuell mal bestellen. Müsste halt schnell sein und ja, genau. Und dann waren in dem Kit diese Shape Sprinkles, also das sind so wie gedomte Sticker. Die sind mega, mega niedlich und ich habe mich voll in dieses Milchglas verliebt und in diese Lebkuchenmänner, genau. Die sind so mega niedlich. Also da sind 21 Stück drin, finde ich echt mega süß. Dann ist das Stempelset dabei, das ja auch mal unheimlich mega niedlich ist. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf. Und da werden dann auch mal wieder meine Sickstifte zum Einsatz kommen. Da freue ich mich echt schon drauf. Dann war dabei dieser Block, aber halt aufgesplittet. Der ist halt auseinandergenommen. Die Papiere sehen dann halt so aus. Zeige ich euch jetzt mal. Hier oben sind so Schneeflocken drauf und dann so Weihnachtsmännerköpfe, so Stein, so Backstein. Und denn das hier, schaut mal, ist es nicht süß? Ja, so, so niedlich. Und das war eigentlich der Ursprung, warum ich das alles bestellt hatte, weil ich halt einen Adventskalender machen wollte. Genau, den ich jetzt aus anderem Papier gemacht habe und der gefällt mir auch. So, dann ist das hier bei, dann sind hier wieder solche Banderolen, nennt man die Banderolen? Dinger halt bei. Und das hier ist auch so süß, das Papier. Ja, dann hier sind so, ist alles so in so einer Craft-Optik. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Ein Bonks war übrigens auch dabei, das habe ich schon aufgefuttert. Dann sind hier so Herzen und hier so verschiedene Bäume. Und ja, dann steht hier überall so Merry Christmas in verschiedenen Farben. Dann so Zuckerstangen und bunte Punkte. Und dann sind hier wieder so ganz kleine Minikarten bei. Und dann nochmal so Sprüche, die man sich dann nochmal separat ausschneiden kann. Das hier ist auch sehr, sehr schön. Also das ist wirklich so von Farben her sehr, sehr schön aufeinander abgestimmt. Man kann sehr schön kombinieren, weil eben viele Farben dabei sind. Blau, Rot, Grün, Gelb und hast du nicht gesehen. Finde ich sehr, sehr cool. Das hier auf dem Albumcover sieht bestimmt auch cool aus. Okay, gut. Dann habe ich mir den Block nochmal zusätzlich gekauft. Die Papiere zeige ich euch jetzt nicht nochmal extra, weil das werden ja genau dieselben sein. Das wird ja, genau. So, also das war bei, also das habe ich gekauft. Dann ist dieses tolle Stempelkissen in Roségold und das sieht wie folgt aus. Moment, ich nehme jetzt mal hier das Gedönse hier und tue euch das mal da hinten so draufdutschen und ihr könnt euch das mal angucken. Das ist dann so dieses, und guckt euch das mal an, das ist ja Wahnsinn. Ich finde das so mega cool. Ja, genau. Das gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Da bin ich sehr gespannt, wie sich damit stempeln lässt.
Und dann sind noch so Pailletten, die mehr nicht so Pailletten sind, sondern mehr aussehen wie so plattgedrückte Weihnachtskugeln. Das ist auch total niedlich. Und was war noch dabei? Das habe ich zusätzlich gekauft. Und dann war noch dieser Cardstock bei. Er ist in A4, einmal in weiß und einmal in so einer hellbraunen Optik. Ja, hier oben kann man es sehen, es ist schön hellbraun. Und dann sind drei Bögen Glitzerpapier dabei, einmal in so pink, blau und silber. Genau, also wirklich passend zum Papier. Wirklich richtig, richtig schön. Dann zeige ich euch mal noch die Sticker, die ich zusätzlich gekauft habe. Das ist einmal das hier. Da sind halt zwei Sheets drin. Da. Das ist einmal das hier. Das finde ich sehr, 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 sehr süß. Und guckt mal auch, wie niedlich das ist. Ja. Und einmal diesen großen Bogen hier. Den habe ich auch noch dazu gekauft, weil ich den auch so schön fand. Und ich möchte nämlich mal versuchen, da so ein paar Sachen einzugießen. Ich möchte mal ein bisschen wieder was mit Resin machen. Und gerade so zu Weihnachten das mal als Schlüsselanhänger. So einen kleinen Cookie oder so einen kleinen Lebkuchenmann. Oder ja, finde ich halt echt niedlich. Und die hier kann man ja auch eingießen. Umso kleiner werden die ja auch. Und dann kann man da Schlüsselanhänger draus machen und die einfach verschenken. Genau, so habe ich mir das halt gedacht. So. Das ist jetzt das, was im Kit war und was ich noch zusätzlich gekauft habe. Ich hatte etwas über 50 € bezahlt, aber gut, okay. Ist wirklich ein harter Preis. Aber für Doodlebug gibt man das ja gerne aus, ne? Also das ist ja immer so mega niedlich. Und ich werde wahrscheinlich die nächsten 10 Jahre mich nicht trauen, das alles aufzubrauchen. Ja, ich wollte euch einfach mal an meiner Freude teilhaben lassen, dass ihr mal seht, hey, die kauft ihr zwischendurch auch noch und macht nicht nur Gruppenbastelei-Videos. Ich komme momentan zu nichts. Die Gruppenbastelei fordert mich so extrem, das kann sich gar keiner vorstellen. Ja, jetzt ist dann schon wieder ein neues Thema für den Sonntag da und das Polychromos-Video, meine Stifte stehen hier, um das Video zu drehen und ich komme einfach nicht dazu und jetzt bin ich an der Häkelsucht verfallen und ich habe mir Wolle gekauft. Schaut mal, guckt mal, ist die nicht süß? Rico Baby. Ah, die ist so süß. Und die ist so flauschig. Ja, da häkle ich gerade mal so ein bisschen anderes. Da häkle ich gerade Schal für meine Tochter. Mal gucken, ob das so was wird. Und ja, gut, jetzt habe ich genug gesabbelt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Habt Dank fürs Zuschauen. Wir hören uns im nächsten Video und bis dann, ihr Lieben. Tschüss.